Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küche der Natur. Heute freue ich mich mal wieder ganz besonders, denn wir sind im Wald. Ich nicht alleine und zwar mit dem lieben Clemens und heute geht es um den Nutria. Und das Ganze zeigen wir euch, was der Nutria hier verursacht. Lieber Clemens, bevor wir anfangen, sag uns erstmal, wo sind wir hier? Also herzlich willkommen am wunderschönen Mühlenwasser in der Eigenjagd am Geisberg. Wir sind ja am unteren Niederrhein und in einem kleinen Revier, was seinen Pfiff hat. Im Gegensatz zu sonst den Folgen Küche der Natur fangen wir heute mit dem Kochen an. Das hat ganz einfach den Grund, wir gehen nachher zusammen auf die Pirsch, wollen Nutria bejagen. Und da müssen wir natürlich ein bisschen leise sein. Deswegen fangen wir jetzt schon mal ein bisschen was an, über den Nutria zu erzählen. Sag uns doch mal kurz, was ist der Nutria überhaupt und wo kommt der Nutria her? Der Nutria, der ist in den 30er Jahren hier schon stark vertreten gewesen und hat eben keine natürlichen Feinde. Die Population wächst und wächst, macht entsprechend Schaden und ein Tier, was nicht ins Jagdrecht gehört eigentlich, aber mittlerweile geschossen werden darf oder bejagt werden darf, auch mit der Falle natürlich. Ich finde es gut, dass es mittlerweile eine entsprechende Verwertung gibt und ein fantastisches Fleisch und auch das Fell natürlich. Ja, und du zeigst uns, was man daraus machen kann. Genau. Bevor es jetzt weitergeht um Nutria, fange ich erstmal an, die Keulen einfach ein bisschen zu würzen. Und hier nehme ich einfach ein bisschen Salz, salze das Ganze, gebe ein bisschen Öl jetzt gleich. Hier vorne habe ich zwei Kokotten vorbereitet auf dem Grill, damit die schon mal richtig Temperatur geben. Gebe Öl rein, leg das rein und brate das ordentlich von rechts und links an. So, in der Zwischenzeit, wo die schön goldgelb braten, fange ich schon mal ein bisschen an, das Gemüse zu schneiden. Egal welche Schnittform, all das kommt rein. Wichtig ist, dass die Tomate mit am Anfang reinkommt in das Ganze, weil ich möchte leicht mediterran kochen und deswegen möchte ich ein wenig Tomatensaft gleich da vorne in unserem Fond mit drin haben. Wir sind ja in der Nähe der Niederlande hier und unsere holländischen Freunde, die sagen auch gerne schon mal Waterkaninchen. Also es gibt mehrere Bezeichnungen fürs Nutria. Aber Wasserkaninchen allein aus dem Grund, weil der Nutria tatsächlich ein reiner Pflanzenfresser ist. Richtig, genau, ja. Man hat früher vermutet, dass er eben auch entsprechend, sagen wir, Muschel und so weiter aufnimmt. Und deswegen gab es auch mal eine Zeit, wo es Pflicht war, Trichinenschau zu machen beim Nutria. Mhm. Das ist seit, ich denke, ungefähr 2 Jahren nicht mehr der Fall. Okay, also ist nicht mehr der Fall. Wir können es quasi bejagen, zerwürgen, zerlegen und danach direkt zubereiten. Ich muss mal einmal ganz kurz hier meine Grillzange zusammenbauen. Du bist gut ausgerüstet, ich sehe es. Yes. Sehr schön. Falls ihr euch fragt, woher dieses extrem coole Tool ist, das ist von der Firma Bernhard, kann ich nur wärmstens empfehlen. So, als nächstes nehme ich die Kartoffeln, weil die Kartoffeln brauchen natürlich relativ lang, bis die garen. Vielleicht kannst du uns in der Zwischenzeit einfach mal noch ein bisschen was über das Niederwildrevier hier vor Ort erzählen. Ja, das Niederwildrevier am Niederrhein, quasi die Stube des Niederwildes, ist bezüglich, sagen wir mal, dem Feldhasen und dem Fasan und dem Rebhuhn ein gutes Stück weit leider zusammengebrochen. Das ist ein Problem. In der Hauptsache, das ist jedenfalls meine Ansicht, des Lebensraumes, der einfach aufgrund der großen Kulturlandschaft, nicht mehr entsprechend kleinparzelliert vorhanden ist. Mhm. Das ist so das Hauptproblem, würde ich sagen. Wir machen eine Menge, versuchen Blühstreifen und so weiter und ein Stück weit Feldhecken anzulegen. Da wird eine Menge gemacht, auch die Raubwildbejagung ist sehr intensiv, aber es ist schwierig. Schwierig. Ja. Also für die ganz klassischen Niederwildreviere gilt natürlich immer, dass oftmals große Heckenbereiche vorhanden sein sollten, weil wir haben natürlich das ganze Federwild oder ähnliches. Die Nisten haben Rückzugsort, haben natürlich dementsprechend auch gewisse Futterquellen. Und das ist heutzutage oftmals natürlich nicht mehr gegeben, weil wir als Mensch relativ großartig oder relativ weit auch in den Lebensraum der Tiere eingreifen. Aber wie man hört, wird sich bemüht, denen das bestmögliche Umfeld hier zu bieten. Vielleicht kannst du in der Zwischenzeit auch noch mal erzählen, du bist ja hier in dem Revier der Jagdaufseher. Mhm. Was sind genau die Aufgaben eines Jagdaufsehers? Naja, im Grunde genommen bin ich dafür da, dass hier alles rund läuft. Und das ist auch nicht ganz unwichtig. Also sagen wir mal, ich schaue, dass es einfach
Wir haben eine Menge Leute, die gehen ja spazieren mit Hunden und so weiter. Das muss alles im Einklang sein. Die Ortschaften, die hier drumherum liegen, haben ihre Bedürfnisse, auch im Wald unterwegs zu sein. Und das soll auch so sein. Da versuchen wir immer, ja, Aufklärung zu betreiben, bestmöglichst. Aber jeder hat ja seine Berechtigung und jeder soll ja sein in der schönen Natur. So, also nochmal ganz anders. Wir haben ja auch schon mal mit einem Förster gedreht. Das sind ganz andere Aufgaben. Bei dem Förster geht es eher natürlich um Holz, um das Rohprodukt oder Naturprodukt, das Holz. Natürlich legen wir auch Wert drauf, dass wir das Holz schützen. Aber wie gesagt, der Jagdaufseher oder der Jäger, wir kümmern uns da noch mal ein bisschen mehr ums Wild. Genau. Ja, jetzt im nächsten Schritt gebe ich nur noch ein bisschen Schärfe dazu, indem ich ein bisschen Chilis dazu gebe. Und wie gesagt, den Rosmarin, Thymian. Hier vorne habe ich den Fond, den gieße ich jetzt auch drauf, decke das Ganze ab und lasse das Ganze für ca. 40 Minuten ziehen. Schauen wir uns das Spektakel mal an. So ein Feuerwerk auf den Nutria. Ja, genau, ein Feuerwerk auf den Nutria, genau. So sieht das Ganze aus. Ich würde jetzt hier einfach mal ein Tellerchen zurecht machen oder möchtest du direkt da rausprobieren? Lass uns da direkt aus die Pfanne. Direkt da raus, ja, wunderbar. Jetzt gucken wir mal, ob das Ganze zart ist einfach. Ich habe hier zwar ein Messer, aber eigentlich sollte das jetzt relativ leicht, relativ leicht vom Knochen gehen. Sieht gut aus. Sieht man, ne? So, das sieht gut aus. Schneiden wir das noch ein bisschen. Holen uns vielleicht nachher noch ein bisschen Brot. Kann man auch schön dippen. Sehr schön. Das ist wunderbares Fleisch. Ja, man sieht auch auf jeden Fall, es hat eine schöne Farbe. Es hat eine super schöne Konsistenz. Vielleicht auch hier. Ja. Also es ist wirklich auch noch schön saftig. So ein bisschen wie Hähnchen, ja. Genau, so ein bisschen wie Hähnchen. Ja, und ich würde sagen, lass es dir schmecken. Probier mal. Ja. Ich schaue zu und schau mal, was dein Gesichtsausdruck sagt, wenn man ihn dann sieht. Das hast du wunderbar hinbekommen. Ja, hier kannst du auch ein bisschen was vom Fond probieren. Er sollte eine leichte Schärfe haben von der Note her, weil wie gesagt, wir haben ja auch ein bisschen Chili da dran getan. Ansonsten haben wir es wirklich mediterran gehalten. Ist einfach ein bisschen was anderes, ein bisschen leichter jetzt zur Sommerzeit. Und ich würde sagen, wenn du aufgegessen hast und gut gestärkt bist, dann gehen wir zu, ja. Gehen wir los, oder? Wunderbar. Fahren wir jetzt hin? Wir fahren jetzt auf die andere Seite des Geisberges. Da gibt es eine wunderbare kleine Eselwiese, direkt an der Floyd gelegen. Und in dem Bereich haben wir eine Zeit lang nicht gejagt. Da sitzen sicherlich ein gutes Stück an Nutrias und ja, da hoffen wir mal auf Jagderfolg. Schauen wir uns das Ganze mal an. Und nochmal ganz kurz anschneiden, ist tatsächlich so, hier werden Prämien bezahlt, weil das Land oder die Region möchte den Nutria Befallpopulation wirklich reduzieren, drastisch. Genau, also hier werden Prämien, sogenannte Schwanzprämien gezahlt. Also der Hintergrund ist einfach, um Schäden zu reduzieren. Das ist ganz, ganz klassisch. Das ist eben beim Mähen oder beim Ausmähen der Gewässer brechen teilweise Gerätschaften ein und so weiter. Und das will man eben entsprechend minimieren. Ich habe jetzt tatsächlich auch gehört, in manchen Regionen ist es wirklich so, dass die Ufer so unterbuddelt sind, dass bei Hochwasser oder viel Regen die Ufer tatsächlich nach und nach weiter einbrechen und dadurch auch wirklich schneller Hochwasser entsteht oder aber auch eine Flussverbreiterung entsteht. Ja, das ist so. Also sagen wir mal, die Nutrias, die machen Bauten bis 3 Meter tief, 2-3 Meter tief, 6-7 Meter lang. Wahnsinn. Und die tun schon ihr Werk. Also sind ja oft so Familienverbände, die dann da zugange sind und tätig sind, haben eben keine natürlichen Feinde, das ist das Problem. Wie ist das denn? Wie oft im Jahr vermehren die sich? Also ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, die haben ungefähr eine relativ lange Tragezeit von fast 4 Monaten. Ja. Und die Jungen kommen schon sehr weit entwickelt zur Welt, also behaart und auch mit offenen Augen, anders wie bei anderen Kreaturen zum Beispiel. Und ich glaube, die können bis zu 2 Würfe im Jahr produzieren. Okay, und ein Wurf bedeutet 1 bis 4 Stück? Ja, ich glaube 4, 6, 7 Stück, so, das ist so klassisch. Ja, Wahnsinn.
Also das muss man sich mal überlegen, dann auf ein Nutria-Weibchen können bis zu wirklich 12 ja, Jungtiere im Jahr kommen. Ja, das ist Wahnsinn. Und die Metzen, das sind die weiblichen Tiere, Böcke heißen die männlichen. Die Metzen sind, glaube ich, nach circa vier Monaten schon wieder geschlechtsreif. Also es ist schon eine entsprechende Produktion, die stattfindet. Okay, daher heißt es wahrscheinlich auch, sie vermehren sich wie Ratten. Ja, das kann vielleicht daherkommen. Für die Leute, die es nicht wissen, die Pirsch, ja, die macht man sehr, sehr leise. Man bewegt sich langsam, achtet darauf, dass das Wild einen nicht entdeckt, bevor der Jäger das Wild entdeckt, damit das Wild nicht abhaut. Das heißt, wir müssen gleich ein bisschen ruhig sein und auch wirklich ein bisschen behutsam laufen und auch am Rand des Ufers nicht irgendwie großartig wild aufstampfen, weil auch die Vibrationen nehmen die Nutria natürlich mit. Genau, wie es bei der Pirsch ist, mehr stehen als gehen. Genau, super. Das täglich Brot für den Kameraden, der da vorne steht. Ja, schaut mal da drüben, der Storch. Der sucht zum Beispiel gerade die Frösche oder ähnlichen Sachen. So Clemens, jetzt sind wir ja schon ein bisschen hier lang gepirscht. Haben jetzt hier leider noch keinen Jagderfolg gehabt. Aber wenn man hier so das Biotop sieht, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz was zum Lebensraum der Nutria erzählen. Ganz klassisch, Flussufer und so weiter. Kleine Tümpel, Teiche, stark fließende Gewässer eher nicht, würde ich sagen. Ja, der braucht natürlich auch oder hat auch sehr gerne seine Ruhe. Allerdings kennt man das natürlich auch, dass er einfach in Parkanlagen oder was teilweise auch von Leuten gefüttert wird oder so. Das gibt's halt auch. Aber dieser Bereich ist so ganz klassisch und wo er sich sehr wohl fühlt. Hier haben wir ja weniger mit Schäden zu tun, weil es einfach hier angrenzt an eine forstliche Kultur. Rechts und links hier nur eine kleine Wiesenparzelle. Weiter westlich im Revier, da gibt es eben Flussstreifen, da ist eine große Wiese. Da haben wir mehr Probleme mit den Bauten und so weiter. Ja, ich würde sagen, das gucken wir uns gleich mal an. Aber jetzt sag mal noch ganz kurz hier vorne, ganz am Anfang, als wir losgepirscht sind, stand ein Schild Ruhezone. Ist das auch eine Aufgabe für dich als Jagdaufseher, dafür zu sorgen, dass hier wirklich ein bisschen Ruhe gehalten wird? Also meine Meinung ist, dass die Beschilderung und sagen wir, das Aufmerksammachen und so weiter ein Stück weit wirkt, aber eigentlich nicht notwendig ist. Ich denke, das Gespräch ist das Wichtigste. Man muss mit den Leuten im Gespräch sein, ein bisschen Akzeptanz und so weiter fördern. Das macht sicherlich unterm Strich mehr aus. Das ist ein Stück weit eine Aufgabe. Also eigentlich das, was wir hier gerade machen, wir versuchen euch nämlich so ein bisschen die Natur näher zu bringen und man sollte einfach grundsätzlich ein bisschen auf die Natur achten und ihr auch ihren Raum lassen. Genau. Ja, vielleicht zwei Wörter zum grünen Abitur. Es ist umfassend, vieles davon wird man nicht mehr nötig haben. Richtig zum Jäger wird man im Laufe der Zeit. Wenn man zum Jäger wird und die Jagd sauber und vernünftig betreibt, dann ist es eine große Freude und eine große Lebensbereicherung, jedenfalls für mich. Für mich auch. Ist auf jeden Fall Qualität pur, alleine auch in den Wald zu gehen, selbst wenn wir jetzt heute keinen jagdlichen Erfolg haben, aber alleine zu zweit auch zusammen unterwegs zu sein, so ein bisschen das genießen zu dürfen, ich finde, das hat irgendwie was ganz Besonderes. Genau, die Augenblicke, die man hierbei erlebt, die wird man wahrscheinlich nirgendwo anders erleben können. Okay, ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Stelle. Ja ganz gut sehen, wo die Eingänge sind. Genau. Da ist so eine klassische Stelle, wo die scheinbar immer wieder aufsteigen. Da vorne sieht man ein Loch. Sind aber überschaubare Schäden eigentlich. Sind so ein bisschen die Kanten abgebrochen. Der Bauer hier gegenüber, der Landwirt gegenüber, hat hier noch viel offen. Die natürlich an der Kante. Es besteht die Gefahr, dass sie da so ein bisschen wegbrechen. Ja, also da sieht man einfach so ein bisschen Erdabrutsch, ja, sozusagen. Ja, genau.
Das sind so die Klassiker halt, ne? Die ist jetzt relativ weit an der Kante ran, haben wir aber auch mitten auf der Wiese oder ein gutes Stück weit weg vom Uferrand. Also wir sagten ja eben schon mal kurz, was hast du gesagt, wie viel Meter Tiefe und wie viel Meter? Ja, 2, 3 Meter können die tief rein und 5, 6 Meter lang können solche bauen. Ja. Da muss man sich mal überlegen. Und davon gibt es ja nicht nur einen. Nee. Wie viel Nutrias im Jahr schießt ihr ungefähr im Jagdjahr? Also wir schießen die nicht gezielt, sondern wir schießen die immer nur beim Birschen, immer wieder mal, wenn es passt. Wir haben so 60 Stück, 70 Stück im Jahr. Man muss erst mal überlegen, 60 bis 70 Stück im Jahr. Und dabei legt man es noch nicht mal darauf an, sondern ist einfach so, weil die Population hier so hoch ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu dem Kollegen noch. Genau. Und apportieren, denn ein Nutria, okay, so denn der Kollege hatte bald mal ein Seil. Gut. Auf geht's. So, Stefan. Ja. Clemens sagte mir, du hattest Jagderfolg. Ich hatte Jagderfolg, ja, so kann es gehen. Ne? Waldmannsheil. Ja, Waldmannsdank. Auch wenn es kein jagdliches Wild ist, Waldmannsheil. Ja, Waldmannsdank. Das stimmt. Ja, ihr seid ja da runter marschiert. Ich habe hier gestanden und dann kam da vorne, mir nichts, dir nichts, auf einmal von rechts nach links ein Nutria. Ich schätze mal so 40 Meter. Ja, Schuss angetragen. Gehen wir mal gucken. Da war ein Hund dabei. Nasse Füße sollten wir nicht kriegen. Perfekt, schauen wir mal. Ja. Für die, die es nicht ganz genau wissen, der Hund ist das beste Freund des Jägers. Weil es gibt gewisse Situationen, da brauchen wir den Hund einfach für Nachsuchen. Oder so wie jetzt hier, wir sind im Wasser oder sind am Wasser und wollen nicht unbedingt nasse Füße bekommen. Und jetzt wird gleich hier die Weimaraner Hündin, wird uns das Stück Wild apportieren. So, wollen wir hoffen, dass es tut. Ne? Aber in der Regel ist die Anuk da relativ finderfreudig. Und vielleicht noch für die Zuschauer, wird das dem Hund extra angeeignet oder ist das Standard bei den Jagdhunden? Das ist ein Vorstehhund oder gehört zur vorstehenden Hunderasse. Und die Anuk, die hat ihre jagdlichen Prüfungen durchlaufen, ein Stück weit mitgearbeitet und ist recht zuverlässig, würde ich sagen, funktioniert. Also, okay, dann probieren wir das mal. Genau. Auf ihn. Prima. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil ich sag mal, es gehört ja eigentlich nicht hier in unsere Region, in unseren Lebensraum. Genau, also das ist, ich denke, so ein vielleicht ein dreijähriges Tier, zwei, dreijähriges Tier, so eine klassische Größe. Ich denke, der hat so 3 Kilo, 3,5 Kilo, vielleicht 4 Kilo. Die können bis zu 10 Kilo werden? Bis zu 10 Kilo schwer, ja. Muss man sich mal vorstellen, ja, das sind richtige Oschis. Ne? Ja, das sind schon richtig große Dinger. Das ist natürlich dann für die Verwertung, je größer, je besser für die Keulen und ja, so. Ja, natürlich. Wie ist das immer mit den Prämien hier? Was muss man dafür machen? Ja, das ist die sogenannte Schwanzprämie. Da wird im Prinzip die Schwanzspitze nur abgetrennt. Die wird getrocknet und dann wird die als Nachweis bei dem entsprechenden Gewässerverband und so weiter vorgelegt. Und hier will ich auch noch mal ganz klar sagen, auch hier, das Wild wird komplett oder ist komplett verzehrbar. Für viele Leute ist das erstmal auf den ersten Blick, die sagen, ja, nee, sieht aus wie eine Ratte. Aber wir haben es ja zubereitet und ich würde sagen, es ist verdammt lecker. Von daher nehmen wir das mit, ab in die Kühlung. Das nehmen wir mit, ab in die Kühlung, werden es verwerten. Wunderbar, auf geht's. Vielen Dank für heute. Es war wirklich ein grandioser Tag. Was ich aber den Leuten da draußen noch mitteilen möchte, ist natürlich, man sieht es jetzt hier, man geht nicht alleine immer auf die Jagd oder der Jäger ist nicht die Person, die nur alleine langweilig draußen sitzt und genießt, sondern wir machen auch ganz viel in der Gemeinschaft, ja, so wie jetzt. Wir beide waren unterwegs, wir haben super schöne Anblicke gehabt, ja, von der Natur, in der Natur, hatten leider keinen Jagderfolg, aber deswegen haben wir noch ein paar Jagdkollegen draußen gehabt und die hatten Waldmannsheil, zum Beispiel Stefan. Vielleicht kannst du noch mal sagen, dein Jagdmoment, dein Jagderlebnis.
Ja, also zusammenfassend ist für mich also die Nutria-Jagd, auch wenn es ja jetzt eine sehr kleine Art Tier ist, sehr spannend, herausfordernd vor allem auch. Man muss sehr leise sein, die hören sehr gut, die sehen sehr gut, bringen hervorragendes Wildbrett. Und ist hier und da nicht so einfach, habt ihr ja heute auch gemerkt. Das ist keine sichere Bank. Und wenn man dann Nutria schießt, freut man sich sehr. Und wenn man zwei da liegen hat wie heute, kann man schon sagen, das war eigentlich einen erfolgreichen Jagdtag. Ich glaube, du hast den anderen Nutria erlegt. Ja. Da kann man auch sagen, sehr wahrscheinlich war es auch bei dir ein besonderer Moment. Ja, das kann man so sagen, weil es direkt der erste war, den ich erwischt habe. Und naja gut, die Entfernung war jetzt nicht so grandios. Den Schuss, den hätte ich auch auf etwas mehr Entfernung wahrscheinlich geschafft, aber ja, er war sicher und ist sicher erlegt worden. Ja, da geht es natürlich auch darum, bei der Jagd und bei der Gemeinschaft, dass man den Tag Revue passieren lässt, dass man unter Jagdkollegen ein bisschen darüber redet, was und wie man macht. Und natürlich auch hier dem Jagdbeständer, dem Mike Dahm, ein großes Dankeschön, dass wir hier sein durften und heute hier jagen gehen durften. Was mir aber ganz wichtig als Message ist, Jagd ist nicht nur ein Hobby, Jagd ist Passion und Leidenschaft. Und ganz wichtig auch hier, der Nutria muss hier bejagt werden, der soll hier bejagt werden und wir haben vorbildlich gejagt und deswegen muss ich sagen, klasse Tag, vielen Dank. Und ich hoffe, euch allen da draußen hat es auch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet bald wieder ein für die nächste und neue Folge Küche der Natur. Vielen Dank.